Jo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tobi TV und willkommen zu einer weiteren Folge Die dümmsten Gesetze und zwar heute wieder mal eine Spezialfolge und zwar geht es diesmal über Frauen. Und da würde ich mal sagen, viel Spaß, Leute. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Gesetz und zwar in Arkansas darf ein Mann seine Frau schlagen. Und aber nach dem Gesetz darf dieser es nur einmal im Monat tun. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Gesetz. So, kommen wir schon zum nächsten Gesetz und zwar in Kalifornien, also nach kalifornischem Recht, dürfen Frauen, die nur ihren Hausmantel anhaben, kein Auto fahren. Da würde ich mal sagen, tut mir leid, Leute in Kalifornien, leider Pech gehabt. So, und dann geht es auch schon zum nächsten. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu einem sehr absurden Gesetz aus Michigan. Und zwar gehört in Michigan das Haar seiner Frau dem Mann. Sprich, wenn er das Haar haben will, schneidet es ab, was auch immer, es gehört ihm. Und dementsprechend kann er immer Anspruch darauf erheben. Deswegen, wenn ihr in Michigan seid, als Frau, passt auf eure Haare auf. So, und dann geht's auch schon zum nächsten Gesetz. So, kommen wir auch schon zum nächsten Gesetz und diesmal kommt es aus New York. Und zwar ist es dort Frauen verboten, in der Öffentlichkeit auf der Straße zu rauchen. Obwohl meine Tante war da und mein Onkel und die hat da auch geraucht und das hat keinen interessiert. Aber das Gesetz gibt es dort wirklich und einheimische Frauen machen das auch sehr, sehr selten. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Gesetz. Puh. Gesetz ist auch mal wieder eigentlich sehr, sehr absurd und dumm. Und zwar darf man in London Frauen nach 21 Uhr nicht mehr schlagen. Und davor darf man nicht schlagen, oder was, weißt du? Nach 21 Uhr ist verboten, gesetzlich verboten, aber davor ist anscheinend erlaubt. Ey, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank in London. So, kommen wir auch schon zum nächsten Gesetz. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Arizona ist es Frauen verboten, Unterhosen zu tragen. Denen ist es verboten. Überlegt euch das mal. Ey, die haben da keine freie Meinung oder was auch immer, was die anziehen oder so. Aber da ist es den Frauen verboten, Unterhosen zu tragen. Auch ein sehr, sehr dummes Gesetz, einfach nur meiner Meinung nach sinnlos. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum nächsten und zum letzten Gesetz. Letzte Gesetz kommt aus Oklahoma. Und zwar dürfen dort Frauen keine Veränderungen an ihren hier, ne? Meine Haare, die gerade total durcheinander sind, weil ich eben noch duschen war. Und zwar dürfen die Frauen da keine Veränderungen an ihren Haaren vornehmen, außer sie haben per Gesetz die gesetzliche Erlaubnis vom Gericht oder was auch immer, oder vom Staatsanwalt, ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das nur erlaubt, da eine Veränderung dran zu nehmen für die Frauen in Oklahoma, wenn sie eine staatliche Genehmigung haben. So, auch wieder ein sehr, sehr dummes Gesetz. Und da war es das auch von der heutigen Spezialfolge Frauen. Und da würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobi TV. Und tschüss.